Die kürzeste bekannte Geschichte der Welt besteht nur aus 6 Wörtern. For sale, baby shoes, never worn. Zu Deutsch, zu verkaufen, Babyschuhe, nie getragen. Sie wird oft dem US-amerikanischen Schriftsteller Ernest Hemingway zugeschrieben. Der war es aber nicht. Wer die Geschichte tatsächlich geschrieben hat, ist nicht bekannt. Der längste Satz in der deutschen Literatur hat ganze 1077 Wörter. Geschrieben wurde er von Hermann Broch im Jahr 1945 in seinem Roman Tod des Vergil. Ein geübter Leser bräuchte ganze 5 Minuten, um diesen Monstersatz zu lesen. Und was glauben Sie, ist das beliebteste Genre bei den Deutschen? Hier im Land werden besonders gerne Krimis und Thriller gelesen. Platz 2 belegen die historischen Romane, dicht gefolgt von Abenteuerromanen. Und wann lesen Sie Ihr nächstes Buch?